Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, es gibt jede Menge Themen, die wir anzusprechen haben, lustige als auch traurige Themen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann sehen wir uns im Intro. Bis gleich. Kommen wir erstmal zum traurigen Thema. In Barcelona gab es einen Terroranschlag. Ich weiß, es ist schon länger her. Es kommt halt ein kurzes Statement. Ich möchte auf jeden Fall an die Leute, an die Angehörigen von den vielen Toten und mehreren Verletzten auf jeden Fall mein herzliches Beileid aussprechen. Und natürlich auch ganz, ganz viel Kraft von Deutschland, von meiner Community, denke ich jetzt mal, und von mir natürlich nach Barcelona schicken. Ganz, ganz viel Kraft und bleibt auf jeden Fall am Ball und lasst euch nicht unterkriegen. So, ich weiß, es war relativ kurz und bündig, aber ich komme jetzt zu etwas erfreulicheren Themen. Mein Push-Stream war ja mega erfolgreich bei euch, kam richtig geil an, fand ich mega geil. Ja, ich habe viele, viele neue Kanäle, viele, viele geile Leute kennengelernt und natürlich auch meine Community hat es mega gefeiert und hat da richtig mitgemacht, fand ich richtig, richtig geil. Ja, und vor allem jetzt nochmal zum positiven Aspekt, weil ja gestern einer geschrieben hat hier von wegen, ja, was bringt so ein Push-Stream? Ihr habt dann Abos, die gar nicht aktiv sind. Das ist ja eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern einen kennengelernt, der hat ein Video darüber gemacht, wie er einen Oreo-Shake macht. Fand ich mega geil, weil ich ja Koch bin sowieso. Ich habe ihn auch direkt abonniert, habt ihr ja gesehen. Ja, sowas finde ich halt mega wichtig auf jeden Fall. Und was noch richtig geil war, wir haben ja gestern von Honeywolle so ein Video gesehen, wo sie gemalt haben und die Mitspieler mussten dann erraten, was es ist. Pascal und Linkman haben am selben Tag noch einen Stream gemacht und haben genau dasselbe Spiel gespielt. Und das ist genau das, was sie erreichen wollten, dass Leute halt einfach auch dadurch inspiriert werden, mal was anderes zu machen. Oder beziehungsweise, die kannten ja das Spiel, glaube ich, schon. Aber ihr wisst auf jeden Fall in gewisser Weise, was ich meine. Ich fand es auf jeden Fall mega cool von euch, dass ihr da so mitgemacht habt. Wenn ihr auf jeden Fall mehr davon sehen wollt, ab in die Kommentare. Wenn ihr auch ein paar Spiele von mir sehen wollt, wie zum Beispiel, weil ich ja jetzt verstärkt wieder Overwatch spiele im Ranking-Modus, ob ihr das sehen wollt, unten reinschreiben, dann machen wir auf jeden Fall auch mal wieder einen Stream darüber. Sofern mein Clan das mitmacht, müssen wir mal gucken auf jeden Fall. Und ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja, viele haben auch gesagt, man kann nicht donaten. Donaten-Page ist offline momentan. Ich habe so ein paar Probleme mit Tippy-Stream gehabt und deswegen muss ich da jetzt echt mal gucken, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, dass wir beim nächsten Stream dann wieder voll durchstarten können. Nicht? Also, ja. Ja. Gut, auf jeden Fall schon mal dazu. Jetzt war es das mit der Eigenwerbung. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ja, ich weiß, es ist echt kurz und bündig momentan. Ich muss halt auch gucken, dass ich alles so in diese 8 Minuten reinkriege oder 7 oder keine Ahnung. Wir sind ja schon wieder bei 3 und wir kommen direkt zum nächsten Thema. Ja, das nächste Thema beläuft sich auf die momentane Lage von YouTube. Ich habe ja schon vor einem Jahr oder so oder vor eineinhalb, weiß ich gar nicht, habe ich ja schon mal darauf angesprochen, weil KS-Freak hat auf jeden Fall auf Instagram ein Video hochgeladen oder ein Stream, keine Ahnung, wo er Klängern und Konsorten dafür belangt hat, dass er ja nur geldgeil wäre und keine Ahnung. Und ich habe damals schon gesagt, irgendwann kommt der Tag, wo er mit YouTube kein Geld mehr machen kann und dann fliegt er richtig auf die Schnauze. Ja, weil er ja auch die Schule abgebrochen hat, keine Ahnung, hat keine Berufsausbildung etc. Und jetzt ist es soweit. YouTube-Werbeeinnahmen sind im Keller. Viele Monetarisierungen wurden einfach abgeschaltet. Ja, unter anderem auch Marmeladenoma, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann, weil die hat eigentlich mehr oder weniger nur Geschichten vorgelesen und Fanpost und so. Und von dem Geld, was sie durch die Werbeeinnahmen verdient hat, hat sie mehr oder weniger nur das Porto oder Versand oder wie auch immer von dieser Fanpost übernommen. Also diese Frankierung von der Fanpost. Und deswegen finde ich das eigentlich schon mal eine Riesensauerei. So, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn das jetzt wirklich schon so weit ist, dass auch Videos demonetarisiert werden oder entmonetarisiert, die eigentlich werbefreundlich sind, kann man dann überhaupt noch Geld auf YouTube machen damit? So, ich habe damals schon meine Community aufgefordert oder andere, die jetzt meinten, yeah, ich werde jetzt Fame auf YouTube und verdiene richtig Kohle damit, ohne überhaupt die Schule abgeschlossen zu haben oder eine Berufsausbildung abzuschließen. Und das zeigt jetzt eigentlich auch schon wieder. Kümmert euch darum, dass ihr einen vernünftigen Schulabschluss habt, dass ihr eure Berufsausbildung abschließt, dass, falls es mit YouTube nicht klappt, ihr was in der Hinterhand habt, dass ihr dort noch Geld machen könnt. Wie zum Beispiel Tanzverbot. Tanzverbot lebt von den YouTube-Einnahmen und ich glaube auch von ein bisschen Merch und von Streams. Keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall sehen, der ist ja auch bei YouNow vertreten. Wenn das jetzt irgendwann wegfällt, er hat sich jetzt eine neue Wohnung gesucht, steht er da. Kann nichts machen, kann nichts bezahlen.
So, Folgen darauf sind, dass er wieder ausziehen muss, weil er die Miete nicht bezahlen kann oder muss seine Mama pumpen, keine Ahnung, er kann davon nicht leben. Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Ja, kümmert euch drum, dass sowas bei euch nicht passiert. Ne? Ich bin ja Koch vom Beruf, ich arbeite noch nebenbei, deswegen kann ich nicht so viele Videos machen, aber ich habe auf jeden Fall mein Leben absolut im Griff. Ich kann alles bezahlen, bla bla, auch ohne YouTube-Einnahmen. Ja, so viel schon mal dazu. Ich möchte jetzt nicht wieder den YouTube-Hubby raushängen lassen, so wie ich das jetzt schon mal vom Dark DJ, glaube ich, die Woche erfahren habe. Habe ich zu seinem Video einen Kommentar geschrieben und hat diesen genauen Wortlaut YouTube-Hubby auch verwendet. Ja, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine und ich möchte halt auch damit jetzt auch nochmal drauf auffordern, dass ihr euer Leben vorher regeln solltet, bevor ihr auf YouTube durchstarten wollt. Tja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war halbwegs informativ, ja. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Streams sehen wollt, unten in die Kommentare, ich sag's jetzt noch einmal für die Leute, ja, und auch für Inside Gaming, schreibt mir ein paar Anregungen, irgendwelche Fragen zu den Let's Plays, die ja gestern beim Stream dabei waren, wissen vielleicht gar nicht, dass ich Let's Plays mache, also mal Kanal durchforsten und dann werdet ihr sehen. Wenn ihr mich auf jeden Fall wieder cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button, ich zeige euch mal, dass ihr wisst, wie er aussieht, dass ihr den drücken müsst und so. Und wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, neu angeschaltet habt und nichts mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall diesen Button hier. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Event Talk. Jetzt habt ihr hier noch ein paar kleine Videos oder da, je nachdem, wo ich das jetzt gerade einblenden möchte, dann gleich so Ding. Meine Frage zum Abonnieren, falls ihr diesen Button hier nicht findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. See you next time. Euer Evenger. Haut rein. Bis dahin. Servus, alter Schwede.